Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind das Chaos. Hallihallo. Der Thompson. Servus. Und ziemlich viel Planlosigkeit. Aber gut, davon haben wir ja immer viel. Das kennen wir ja schon. So, ich habe mich in der letzten Folge hier eingebaut. Das war nicht so clever. Jetzt versuche ich es mal vielleicht ein bisschen cleverer hinzukriegen. Um mich nicht einzumauern. Und dass das dann auch noch funktioniert da oben. Mit dem Hochtransport. Und ich muss mir immer noch... also es ist schon ganz cool eigentlich, den Transport so auf diese Art und Weise zu generieren. Aber ob das so schön aussieht hier draußen an der Fabrik da nachher. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber gut, das kriegen wir dann auch noch irgendwann hin. Das ist so, das funktioniert auch, sehr gut. Okay, also dann habe ich zumindest schon mal das Rohmaterial jetzt hier überall drin. Da bin ich ja schon mal begeistert. Das heißt, Thompson, auf jeder Ebene, wo Produktion drin ist, liegt jetzt da auch schon, huch, da liegt eine Kiste, quasi Eisenerz und Kupfererz an. Okay, sehr gut. Also, da kann man dann schon ein bisschen was machen. Ja, ich finde den Anbau jetzt nicht zwingend gelungen dort, aber naja. Welchen Anbau? Naja, da draußen, wo ich das Material reinbringe von der Seite, die Materialeinführung. Das finde ich jetzt nicht zwingend gelungen, aber... Gab halt nichts Schöneres gerade. Alles andere war aus. Nicht im Angebot. Verkauft. So, Kunststoff. Holen. Kunststoff. Hier muss ich durch dann, ne? Ja. Künstlichen Stoff will er dann holen. Lass mir wieder einer. So, jetzt brauche ich die... Förderbandmasten. Ja, machen wir mal auf die 4. Da braucht es hier einen, der 2 hoch ist, glaube ich. Ne? 1, 2, 3, 4 Platten. 2 hoch. 2 hoch. 2. So. 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 Schön, wenn das da draußen langlaufen würde. Ja, wie war denn eure Woche so? Seht doch mal, ihr seid so komplett ruhig. Ja, ich habe sehr viel lernen müssen. Hat's was gebracht? Ja, weiß ich noch nicht. Ach so. Wo produzieren wir Rotoren? Hast du vorher schon gefragt? Nein, vorher habe ich nach Statoren gefragt. Ach so. Da, wo das Eisenband den Knick macht. Das hat er dir aber auch schon mehrfach gesagt. Ja, dieses Eisenband macht halt überall den Knick. Was? Was ist da los? Dieses Eisenband macht überall den Knick? Warum hast denn du hier oben überall keinen Strom drin? Thompson? Ja? Warum hast denn auf der zweiten Etage überall keinen Strom? Nicht. Ich habe vorher auch was gesehen, was keinen Strom hatte, aber das war unten. Ich glaube, dieser Kreis ist irgendwie broken. Welcher Kreis? Der Girlandenkreis, also der... Aber oben genau. Hat ja alles keinen Strom. Aber es hatte doch schon mal Strom. Ein paar Kugeln sind doch da schon produziert, oder nicht? Ja, wir haben ja letztens die Stromversorgung außen neu gebaut.
Ach, und jetzt ist der Hauptverteiler nicht mehr angeschlossen, oder was? Ja, vielleicht dieser Knubbel. Also der. Weil der war MK1 und wir setzen für diese Knubbeln setzen wir überall MK2 ein. Ja, der ist nicht angeschlossen. Tja. Knubbel. In der Galande? Na gut. Mal los. Oh, da ist keiner. Ja, da hat einer einen Strommast nicht dahin gestellt, wo er nie hört. Da kannst du hier noch einen Strommast reinstellen in die Ecke. Nicht mein Job. Was? Wieso nicht? Klar. Was heißt denn hier jetzt nicht mein Job? Was ist denn das wieder für eine Einstellung hier, bitte? Ich war eigentlich am Weg, Rotoren zu holen. Ja, aber trotz dessen, was ist denn das für eine Einstellung? Nicht mein Job. Ich halte mich aus der zweiten Ebene raus. Tja. So, Mein Job, sagte. Wo macht das Eisenband einen Knick? In der Nähe vom Mem. Komm her da. Wo bist du? Komm schon zu dir. Da, wo es die Schleife macht. Ja. Da beim Doppelkantin. Das schwarze Blau. Bei mir. Oh, zwischen schwarz und blau? Nein, der obere Container schwarz, der untere ist blau. Du bist bei mir bei der großen Halle, stimmt das? Nö. Nö. Ja, aber du stehst da bei mir und laufst da am Förderband entlang. Nö. Sag nicht nein, wenn du da bei mir so stehst. Ich hab gesagt, du stehst bei mir da, nicht, ja, dass du es wirklich bist. Geh mal dorthin, wo die vier Eisenplattenkisten sind. Und rechts, ja, daneben. Okay. Damit kann ich eher was anfangen. Das ist ein doppelter Turm. Ah, der. Ich muss ja schon sagen, manchmal ist es ja ganz lustig, euch zuzuhören, ne? Das ist auch Comedy, doch. Ja. Genau. Jetzt brauchen wir 500 Schleifchen. So. Ich habe mir jetzt extra Klettschuhe gekauft, damit ich keine Schleife machen muss. Ich muss mich da ganz kurz leise auf einen Container stellen. Wieso leise? Ja, weil ich kurz mich muten muss. Achso. Deshalb leise. Mhm. Leise rieselt der Schnee. Mhm. Leise rieselt die vier auf mein Zeugnispapier. Hört nur, wie lieblich es knallt. Nee, wie lieblich es schallt, wenn Mutters Ausklapper knallt. So war das. Hattet ihr mal eine 4 auf dem Zeugnis? Fand ich nicht, ne? Doch. Echt? Ja. In welchem Fach? Mathe. Echt? Ja. Und wie kommst du denn zu dem Berufswahl, die du da gerade triffst? Den Berufswunsch. Ja, Zeit war schon was besser. Ach so. Das ist ja. Ja, gräuselig. So, Thompson, wo bist du gerade? In der unteren Ebene. Was machst du da? Hab eine Waschlappen produzieren lassen. Waschlappen? Paar Schleifchen. Achso. Magst du vielleicht mal eine Ebene höher kommen? Mir mal kurz was erklären, wie das geplant ist und gedacht ist? Ja. Damit ich da vielleicht auch eine Idee von kriege? Nehme an, dass ich weiß, wie es geplant und gedacht ist, aber ich brauche da nochmal eine Bestätigung. Vielleicht weiß ich das selber nicht. Naja, da fehlt mir, irgendwie fehlt mir da jetzt was Gebautes, deswegen da solltest du mir mal ganz kurz. Ja, da fehlt die Zuleitung von Eisen und Kupfer. Na, die baue ich ja jetzt gerade rein. Ja. So, aber trotz dessen fehlt mir dann noch mehr. Okay. Also Kupfer kann ich ja einfach jetzt hier anschließen. So. Ja, auch die Verteilung, also die zweiseitige. So kann ich das jetzt hier nicht anbauen, dann muss ich es anbauen. So.
Naja, die Verteilung für Eisen fehlt, glaube ich, oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Beide. Nee, für Kupfer? Für Kupfer scheint hier eine Verteilung dran zu sein. Okay. Also, das geht denn hier in die Schmelzen rein, das Kupfer, ne? Genau, das muss Kupfer-Dings machen und dann geht das hier weiter und dann kriegen wir hier die anderen Dinger raus. Das ist hier der Lift nicht mehr. Der sitzt da in der Mitte. Ah. Welcher Lift ist wo nicht mehr? Ja, beim Eingang gab es ja diese Röhren. So, hier müsstest du jetzt quasi, also hier willst du auch denn das Eisen reinhaben, ne? Ja. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Also das soll denn aber auch so aussehen wie da drüben, ne? Ja. Ja, dann weiß ich Bescheid. Dann werden wir das doch mal hier dran bauen, ne? Aha. Willst du bauen oder soll ich bauen? Stromausfall. Hm, hab ich die Stromleitung mit abgerissen? Nee. Na, wir sind einfach an der Lastspitze. Wir haben schon... Ah, wir hatten jetzt kurzzeitig Urfehl. Jetzt sind wir bei 1800 Megawattstunden. Hä? Und wieso bei irgendwelche grade... Kraftwerke fallen da gerade aus, oder nicht? Sind das die Ölkraftwerke hinten? Ja, vielleicht. Jetzt sinkt unsere Kapazität wieder. Hm. Nee, wir können ja erstmal ein bisschen was fabrikmäßig abklemmen, oder? Weiß ich nicht. Also wir wollen ja jetzt hauptsächlich hier erstmal bauen, ne? Ja. Aber dabei sollte es eigentlich noch gehen. Ich glaube, das war jetzt nur kurz eine Lastspitze. Ist das unten auch so, dass der Turm direkt da an der Wand dran steht, wo die Einführung ist? Weiß ich gar nicht. Naja, kann ja alles sein. So, dann baue ich dann nämlich hier schnell die Verteilung hin, den Splitter hier vor. Da auf die Höhe gestellt. Dann muss er hier hin. Hier der Splitter noch hin. Eingang von der. Und dann bauen wir hier einen Lift. Lifter, Treppenlift. Drei. So. Randormich. Was da rein? So, ja, vielleicht musst du gerade irgendwas ganz tolle produzieren hier oder so. Ja, da ist ein Space Elevator, also die Produktion dafür eingeworfen. Und das braucht wahrscheinlich massig Energie. Ja, das verstehe ich aber auch nicht, warum das gerade. So. Priorität ja, das halt weitergeht. Ja, aber mein, ja, gut, aber wir sind jetzt erstmal dabei, hier bestimmte Sachen in Betrieb zu nehmen. Das sollte er vielleicht mehr Priorität genießen als das. Na, egal. Gut, okay. Eisenzuführung hast du auch. Kommt jetzt an, das Eisenerz. Also da können jetzt auch was weitergehen. Dann machen wir hier oben deine Schleifenfabrik rein in den Bereich. Brauchen wir irgendwo Schnee, weil Schnee haben wir hier genau unten drunter. Das können wir hier durch die Platte dann durchholen. Okay. Ja, und da haben wir ziemlich viel. Wir brauchen Schnee dann. Da müssen wir dann Schneebälle draus machen, aber das ist erst beim nächsten Milestone dann. Schneebälle, ja, okay. Nee, aber du hast auch gesagt, dass du für irgendwo Schnee brauchst. Ich muss nochmal schauen. Kurz. Ja, schauen wir kurz. So, was kann ich. Du kannst mal kurz zur Energieversorgung schauen. Wir hatten da kurz ein Problem. Okay. Eine Lastspitze, wo es eingebrochen ist. Okay. Weil wenn du auf den Graph schaust, es sinkt manchmal unter 2000 Megawattstunden. Wow. Und die Energieproduktion. Ja. Sind wir jetzt schon bei fast 2 Gigawatt? Na ja, nun, ne? Also wir bauen hier jetzt hier nicht gerade wenig Maschinen, die hier arbeiten. Ja, das stimmt. Was haben wir denn hier eigentlich unten drunter denn? Wird denn da hergestellt?
Ach, hier mal Felsen drunter, damit gar nichts herstellt. Na, da haben wir doch auch Platz hier drin. Okay, 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 okay. Da haben wir also eine komplette Fabrikation. Hier werden Tannenzweige gemacht, ne? Ja, gut. Okay. So, was, dann können wir doch. Warte mal, Herr Thompson. Ja. Jetzt bin ich in den Keller gefahren. Das war nicht so clever. Da wollte ich nicht hin. So, ich komme mal wieder hoch zu dir. So, Herr Thompson. Du brauchst Schleifen oder wie? Also so aus Pakete Schleifen herstellen oder wie? Ja, genau. Okay. Das machen wir denn hier rein. Schleifen brauchen nur Pakete? Ja. Wie ist das Verhältnis? Ist das wie bei den Essen? Also. Es macht 10. Also 10 Geschenke werden 5, glaube ich. 5. Ja gut, also du brauchst 10 Geschenke pro Minute, ja? Ja, pro Konstrukt, also da kann man einige hinstellen. Ja, dann machen wir hinten wieder. Ja, 4 Bäume, 5 Konstruktor. Dann haben wir 10 Geschenke über. Mein Gott. Ja. Okay, dann hole ich jetzt Material ran für 10 Bäume, ja? Oh. Warte mal, muss ich da überhaupt nach unten? Ja, ich muss nach unten einmal, ne? Irgendwie habe ich jetzt total wenige Frames. Nicht ganz oben. Das ist übrigens das Dach von unserer Anlage hier, falls es noch keiner gesehen hat, ne? Und da kann man sich hier oben auch draufstellen, dann kann man hier einmal durchgucken durch den ganzen Glascontainer bis nach ganz unten runter. Und genauso hier zwischen den Dingern ist natürlich auch ein Glas, da sieht man unten das Förderband mit den blauen Kügelchen. Und da unten sieht man auch nochmal das Förderband, aber da erkennt man das schon nicht mehr, dass da blaue Kügelchen drauf sind. Da war also wir haben auch ein kleines Sonnendeck oben drauf gebaut, aber, hier kann man sich dann ein bisschen hier läuft alles, also alles ist voll. Irgendwie... Ich weiß nicht, woher die Schwankungen kommen. Aber ich gehe gerade alle durch. 100 Kohle, volles Wasser. 100 Kohle, volles Wasser. Ich kann gar nicht so viel mitnehmen, wie ich brauche. Auch. Hast du oben... Ach, jetzt war ich schon wieder ganz unten. Hast du oben irgendwo eine Kiste, wo ich mal schnell ein bisschen Baumaterial ablegen kann? Ich kann dir eine aufstellen. Wo bist du? Ich bin hier oben bei dir. Ich sehe dich nicht. Was ist das für eine Kiste, die hier auf dem Weg steht? Die hier. Halt! Dreh dich um! Ich sehe dich nicht. Dreh dich um! Ja, genau, die Kiste. Achso, ja. Da sind Sachen von mir drin. Ja, dann lass die doch da drinnen. Die kannst du da drin lassen. Ja. Schmeiß da mal ein bisschen Baumaterial rein. Also okay. Ein bisschen Beton und Stahl. So, und dann müsste ich jetzt eigentlich genügend holen können. Ich will bauen 5 Bäume. Dann hole ich jetzt erstmal Sachen für 5 Bäume. Fixmas. Nee, ich will nicht bauen. Ach, das klicke ich jedes Mal falsch. 1, 2, 3, 4, 5 Bäume wollen wir machen. So, das Material muss ich ranholen. 200 Zweige habe ich sogar noch in der Tasche, okay. Zweige machen wir hier oben, ne? Muss nur für die silbernen und goldenen Kugeln muss ich nach unten. Alles wird mit Wasser und Kohle ausreichend versorgt. Magst du denn mal bei der Dingsproduktion gucken? Ach, da brauche ich 100 Stück von. Ja, das ist welcher Dingsproduktion? Bei der Ölproduktion, ob da irgendwo was... Das sind wahrscheinlich die... Das sind auch Kraftwerke, ob die denn vielleicht da nicht mehr so... Okay, mache ich. ...wollen, wie sie sollen. Ich meine, wir können hier dann... Ich kann hier dann auch bald die Kohle upgraden, indem wir dann MK3-Miner nehmen. Ja, aber dann musst du ja trotzdem Kraftwerke neu setzen, ne? Also. Ja, na, das auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt schon an den 2 Gigawatt kratzen... Meinst du, ist ein Ausbau der... Ja, das wird bald notwendig. Okay. Aber ich schau mal zur Kohle, weil vielleicht... Ja, wir müssen da irgendwie die überschüssigen Ölreste loswerden. Also diese Ölrückstände. Mhm. Weil wenn die voll sind, dann... Wie sieht man, was eine Quelle maximal kann? Also was kann eine pure Quelle maximal fördern pro Minute? Es kommt auf den Miner drauf an. Ja, was kann die Quelle? Kann ich da einen MK3 Miner draufklatschen? Wahrscheinlich schon, weil pur ist das höchste. Ja, es kommt auf die Quelle und auf den Miner, den du draufstellst, an.
kann ich einen MK3-Miner auf eine pure Quelle stellen? Ja, und mit einem MK3-Miner kriegst du am meisten aus der Quelle raus. Danke. Ne, es ist halt unterschiedlich, was für Sachen du bei einer puren Quelle rauskriegst. Du kannst jeden Miner auf jede Quelle draufstellen. Ich meinte, damit macht es Sinn. Ja, mit dem passenden Förderband macht's Sinn. Die pure Verzweiflung. Man hört sie richtig. So, 4 Bäume und 5 Dings wollten wir machen, ne? Ja. Warum habe ich jetzt gedacht, dass ich 5 Bäume bauen will? Ne, egal, ist ja auch egal. So. Dann brauche ich jetzt die. Splitter. Ne, Mercher brauche ich, ne? Merchandiser brauche ich. So, was sind da die Kraftwerke? Da hinten, wo das, wo die Kohle dann hingeht. Das ist eine Ölpumpe. Ja. Aus der Schredder wirst du das gedacht, dass ich dann das noch vorliefer, weil ich muss da ja mit den Zweigen irgendwie dann nach vor einem Assembler. Hä? Wo die Kohle nach hinten geht. Hinter dir ist ja die Zweigproduktion. Ja. Aber die Kohle wird hier erstellt, ach so. Ja, und dahinter wird sie dann verarbeitet. Ja, aber ich habe beim Dings habe ich nicht mal die Kohle gesehen. Achso. Ja, die sind halt nicht. Die sind halt nicht dauerhaft voll hier. Die fallen halt immer wieder einzeln aus. Teilweise. Ja, halt wegen den Ölresten, weil die halt. Einer hat 200 Ölreste. Einer. Die Ölreste sind halt überhaupt nicht gleich verteilt irgendwie. Ja, du kannst Flushpipe Network. Oder. Das bringt dir nichts. Pipe Network zu flushen. Wo brauchst du denn die Äste? Da kommt ja Wasser rein. Herr Thompson, wo brauchen Sie die Äste? Da beim vordersten Assembler. Hey. Hier. So, und das eine Werk produziert keine Reste? Ah, nur schweres Öl produziert Reste. Okay. Ja, dann werde ich das Kohlekraftwerk ausbauen. Okay. Das machst du denn aber in der nächsten Folge, ne? Wenn du meinst. Würde ich sagen. Das war eine Folge von Satisfactory hier aus Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei uns waren Chaos und Thompson. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Servus. Tschüss.